So, jetzt nochmal im letzten Teil der letzten Viertelstunde wollen wir uns doch mal anschauen. Da haben Sie nochmal ausführlich Ihre Videos über Tidyverse und all dem anderen Treiben. Aber nichtsdestotrotz, im Rahmen dieser Vorlesung noch einmal, mit was wollen wir eigentlich arbeiten? Also mit welchem R nehmen wir denn? Weil es ist ja so, R ist ja aus den 90ern. Weiß nicht, ob Sie 90er kennen. Da gab es so Tamagotchis und anderen Kram. Das ist ein tolles Video von Böhmermann über die 90er. Können Sie mal angucken, ist meine Kindheit. War Gott, waren Cartoons grausam. Ja, also, worum geht's? Wir nutzen Tidyverse, das sehen Sie hier. Das ist R Packages for Data Science. Damit arbeiten wir. Das heißt, Sie können hier den Install Packages Tidyverse nutzen. Oder aber es gibt hier auch nochmal R for Data Science. Sie wissen ja, ne? Also wir waren mal irgendwann, waren wir mal Biometriker, dann waren wir Biostatistiker, dann waren wir Bioinformatiker und jetzt sind wir Data Scientist. Also, heißer Scheiß. Und Sie können sozusagen einmal das Buch natürlich kaufen, aber Hartley Wickham, der das hier mitgeschrieben hat und ist ein Fan, ich bin in dem Sinne, wie man beim Programmierer ein Fan sein kann, gibt es das Ganze auch nochmal als Buch, nämlich R for Data Science und so programmieren wir hier. Wie schon gesagt, es ist hier eine Statistikvorlesung. Nichtsdestotrotz, die Zeit nehmen wir jetzt hier einmal, um das hier einmal nochmal durchzusprechen. Das ist ja die Basic. Also, wir haben ja die theoretische Sache, wo wir erzählen, was ist eine Statistik, worum geht es hier, Minenmittelwert und so berechnen und so. Dann müssen wir sie auch noch auf die Straße bringen. Und wir bringen jetzt auf die Straße mit R. Und dafür brauchen Sie natürlich, wollen wir natürlich im 21. Jahrhundert programmieren und nicht in den 90ern. Und da irgendwie Blümchen zu hören oder Scooter oder irgendwelche andere, können Sie natürlich machen. Da empfehle ich Ihnen immer. Wenn Sie natürlich ganz normal R programmieren mit Bass R, dann sollen Sie natürlich dazu auch die passende Musik hören. Hier können Sie natürlich aktuelle Musik hören, weil Sie sind im 21. Jahrhundert. Und das ist das Buch R for Data Science. Ich glaube, ich habe das hier auch. Warten Sie mal. Ja. Das ist das Buch hier, das gibt es auch nochmal hier, R for Data Science, jetzt einmal mit Werbung auf YouTube. Ist ja hier auch, ist ein tolles Buch, brauchen Sie aber nicht kaufen. Das hier ist sogar noch aktueller, was Sie hier sehen. Hartley Wickham aktualisiert das ja immer. Und das machen wir. Also wir nutzen Tibbles, da kriegt es auch ein extra Video zu. Aber wir nutzen Tidyverse und damit nutzen wir auch dplyr. Wir malen in ggplot2, wir readen ein mit diesem Paket. Wir nutzen stringr, also nicht paste, sondern string-c. Und wir nutzen tidyr, um ein bisschen mehr aufzuräumen. Und wir nutzen tibbles und forcats. Also forcats ist ein Anagramm auf factors. Und das ist die Sache, mit der ich programmiere hier. Also wie man im Prinzip meiner Meinung nach im 21. Jahrhundert programmiert. Und das heißt, Sie können das natürlich jetzt auch anders machen. Also mir ist es egal, ich programmiere nur damit und nutze nur sozusagen diese Paketfamilie. Natürlich nutze ich auch andere Sachen. Ich nutze natürlich auch normale Funktionen. Aber nichtsdestotrotz, das ist sozusagen der Kern der ganzen Geschichte. Und das ist das Buch dazu, was Sie dann, also wenn Sie jetzt sagen, ah, jetzt der Krupper redet die ganze Zeit über Tibbles. Dann können Sie hier mal gucken, was sind eigentlich Tibbles. Wie schon gesagt, gibt es ein Video zu, aber können Sie hier noch mal ein bisschen angucken und ein bisschen machen. Und da sieht auch, warum Tibbles besser sind als Data Frames. Und können Sie sich dann im Prinzip anschauen. Da steht auch noch was zum Modeling. Ich versuche das immer zu matchen, aber da können Sie im Prinzip einmal reinschauen. So. Es gibt noch mal extra Videos zu, weil uns dann sozusagen die Zeit noch mal wegläuft. Wo finde ich eigentlich Hilfe? Das heißt, 5 Minuten habe ich noch mal kurz erzählt. Wo finden Sie Hilfe, wenn Sie Stack Overflow oder was es noch für Sources gibt? Es gibt noch ein kurzes Video zu Pipes. Ich gehe jetzt nicht noch mal sehr detailliert darüber ein, was Pipes sind, wie man piped. Noch ein kurzes Video zu Tibbles und es kommen noch dann noch andere Videos dazu. Ja, Sie müssen es halt selber ausprobieren. Erst eine Sprache, wie jede andere Sprache auch. Man lernt eine Sprache durchs Machen. Und ich weiß, Veranstaltung ist multidimensional, es ist nicht alles so einfach, aber wenn Sie immer versuchen, ein bisschen mit zu klickern, dann sollte das ohne weiteres gehen. Wie schon gesagt, Sie kriegen den R-Code immer mit. Und dann sollte das eigentlich kein Problem sein,
dass Sie mir hier folgen können. So, damit Sie einmal das gesehen haben, sozusagen, so sieht das hier bei mir aus. Kurze Einführung nochmal. Sie brauchen natürlich, wenn Sie mit R arbeiten, dann müssen Sie immer Libraries laden. Und zwar in dem Sinne, nutzen wir die Library Tidyverse. Das ist sozusagen unsere Brot- und Butter-Variante, also die wir immer nehmen und die wir auch immer hier nutzen. Da sehen Sie zum Beispiel auch ggplot, tibble, tidyr, readyr, was alles geladen wurde, welche Konflikte es gibt. Aber es interessiert uns jetzt erstmal nicht weiter. Und häufig brauchen wir auch die Library margrit. Da, damit können wir nämlich pipen. Das heißt, wir können Pipes aufbauen, die ich zeigen werde. Pipes kennen Sie vielleicht aus Linux raus. Und das sind sozusagen die beiden Hauptpakete, die wir nutzen. Und zwischendurch, also brauchen wir dann meistens noch Library, nicht nur Read, sondern auch nochmal Read XL und Library Haven, weil wir an der Charité die Mediziner analysieren alles mit mit SPSS und mit Haven kann man SAF-Files reinladen, das ist die Speicherform davon. Und dann gibt es noch andere Pakete, die wir halt sozusagen sukzessive kennenlernen werden, die es eben uns ermöglichen, einfacher zu arbeiten. Das Ganze hier baut sozusagen aufeinander auf. In Spielstatistik 2 müssen Sie dann eben Statistik 2 müssen Sie dann eben auch einen ganzen Datensatz in der Klausur später analysieren mit dem Modell und alles so eine Tabelle kreieren und da endet das dann eben in fast einem Jahr. Ich glaube, vorletzte Woche habe ich die letzten mündlichen Prüfungen gemacht. Gucken wir mal, wie es nächstes Jahr wird. So, grundsätzlich, wir können hier nicht in dem Rahmen sozusagen R wiederholen. Das heißt, wir können jetzt hier nicht sagen, also ich kann Ihnen keine Basiseinführung in R geben. Das kann ich nicht. Es ist egal, ob Sie Windows oder Linux für R benutzen, ist vollkommen egal. Sie können auch mit Mac arbeiten. Das ist irrelevant. Ich bin ja gezwungen, von der Charité mit einem Windows-Rechner zu arbeiten. Grausam. Würde auch lieber mit einem Linux-Mint-Rechner arbeiten. Darf ich nicht. Bin ja auf Windows fest genagelt. Aber nö, ist kein Problem. Sie können das mit Linux oder mit Windows machen, wie Sie wollen. Es sollte eigentlich auch es sollte auch keine Versionsproblematiken geben. Sie sehen ja immer, welche Version ich gerade habe hier. Das ist hier taking off again. Und meistens unterscheidet sich die Funktionalität aber nicht groß. Sie können da wählen, was Sie wollen. Wichtig ist nur, dass Sie sozusagen ein bisschen damit rumklimpern und rumgucken. Wichtig noch, genau, jetzt gleich nochmal die Übung. Die Übung, die Sie jetzt kriegen werden, die ist ein bisschen allgemeiner gehalten. Das heißt, Sie müssen da so ein bisschen nachdenken, ein bisschen drüber reden, damit Sie ein bisschen reinkommen. Also das sind eher so noch nicht so ganz tiefgreifende statistische Fragen, die Sie dann dort haben werden, sondern es geht eher sozusagen um in den Tritt zu kommen. Nein, Sie müssen überhaupt nicht E-Mails runterladen. Also Sie, what a God, Sie können ganz normal RStudio nutzen. Also Sie können jetzt hier, Sie nutzen RStudio. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen jetzt mit R hier was programmieren, dann gehen Sie zu RStudio.com und laden RStudio runter. Wenn Sie natürlich ein Linux-System haben und sagen, Mensch, ich mache LaTeX, R, Perl, also Emacs ist natürlich ein Editor, damit erschlagen sie alles, aber ich nutze den auch, weil wir, wenn ich nur eine Shell habe auf dem Großrechner, dann nutze ich halt Emacs, weil ich dann eben auf dem Großrechner nur mit der Shell arbeiten kann. So, aber Sie brauchen natürlich, es hängt davon ab, wenn Sie natürlich Informatiker sind, dann sollten Sie natürlich vielleicht auch mal Emacs nutzen. Das macht es halt einfacher. Also für mich ist es halt, weil ich kontrolliere das alles nur mit der Tastatur, muss nicht klicken und schieße dann und schicke dann eben und ziehe die Sachen einfach nur rüber mit einem Tastaturbefehl. Das macht es für mich einfacher. Aber für Sie, wenn Sie jetzt gerade anfangen, brauchen Sie nicht Emacs. Es ist einfach nur reduzierter, es ist für Sie einfacher zu sehen, weil Sie dann nicht diesen Klimbim bei RStudio noch haben, den Sie nicht brauchen, wenn Sie sich das anschauen. Also wenn Sie mir jetzt hier zugucken, gerade bei YouTube, dann brauchen Sie das nicht. Aber wenn Sie später dann mal das selber machen wollen, ist es bei RStudio ganz angenehm, dass Sie da unten rechts so die Abbildung haben und dann oben links dann noch die
sehen, was in den Objekten drin ist. Das brauchen wir hier nicht, weil ich das sehe. Ich weiß es, was da drin ist. Also ich mache das schon seit 14 Jahren, also oder länger. Dann weiß man das irgendwann, was man da programmiert. Ne? Also und dementsprechend. Ganz wichtig ist noch, Sie können, das ist zum Beispiel mit Data Star Wars, können Sie die Star Wars Daten reinladen. Auch ein beliebter Datensatz, den ich gerne mal nutze. Und dann können Sie hier Star Wars dann auch öffnen und Sie sehen zum Beispiel, Star Wars ist schon gleich ein Tibble und ansonsten müssten Sie das Ganze in einem Tibble umwandeln, was jetzt in dem Fall nicht notwendig ist. Das ist der Pipe-Operator, damit können Sie pipen, damit schicken Sie Star Wars in AsTibble rein und dann sehen Sie hier den Tibble, das sehen Sie AtTibble, 87 Zeilen, 14 Spalten, das kotzt Ihnen nicht die ganze Armatur voll, ne, weil es ist ja, Sie sehen, wenn das mich jetzt irgendwie ein Data Frame wäre, ne, das ist ja, das ist hier as Data Frame, ja, fürchterlich. Ja, sehen Sie mal, wie das aussieht. Ja, kein Mensch sehen, also dementsprechend, wir lieben Tibbles, das ist aufgeräumt. Sie sehen, es ist ein Character, Integer, Double, Character, 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 Double, Character, Character. Und Sie sehen dann eben, welche Spalten es noch gibt. Und Sie sehen sogar, dass hier man in einem Tibble auch Listen reinhängen kann. Das ist also sozusagen sehr vorteilhaft. Wir gehen immer mal wieder zwischendurch drauf ein in der Vorlesung, aber wir können halt sozusagen nicht sehr viel Raum für einen R-Kurs hier drin haben. Das sage ich Ihnen. Ich versuche dann das auszusourcen in extra Videos, die Sie dort in einer extra öffentlichen Playlist haben. Wie schon gesagt, Sie müssen das nicht immer können, um diesen Kurs zu bestehen. Deshalb sourcen wir das ein bisschen aus. Also wie schon gesagt, diese heutige Lehrveranstaltung ist auch so ein bisschen für Sie, um sich jetzt so ein bisschen hier zu sortieren. Weil nochmal, wir haben ja so einen Dreiklang. Wir haben ja einmal die Theorie, dann haben wir sozusagen haben wir die praktische Anwendung, die wir hier haben und dann müssen Sie ja noch irgendwie das Ganze miteinander verbinden. Also deshalb müssen wir gucken, dass wir das alles zusammenkriegen. So, dann wäre es also wichtig, dass Sie es schaffen. In der Übung ist, glaube ich, noch, oh, weiß ich nicht, ist, glaube ich, schon eine kleine R-Übung drin. Also schauen Sie, dass Sie jetzt im Rahmen hier Ihr auf Ihrem System R zum Laufen kriegen. Das brauchen Sie für die Prüfung und für Biostatistik 2. Und dass Sie sich überlegen, bei YouTube vielleicht mal ein paar Einführungsvideos anzugucken oder sich mal bei Tidyverse anzuschauen und einfach den Code da reinzutackern. Also es ist, macht es einfach nur besser. Wir werden das dann nochmal nachrechnen und uns anschauen, wie man das Ganze auch nachrechnet für die Paper. Dafür sind Sie da. So. Genau, Star Wars und Titanic. Genau. Wir gucken uns. Was haben Sie denn noch? Also Sie müssen nicht Tidyverse nutzen. Also Sie können das. Also Sie müssen überhaupt nichts. Also die Datensätze sind entweder in Tidy, also in R schon drin, mit dem Sie Data laden Sie die und Titanic sind auch schon drin. Und wenn Datensätze kommen, dann lade ich sie Ihnen auch hoch. Also klar, die kriegen dann alle Blackboard-Sachen rein. Die kriegen sie in Blackboard. Sie müssen hier nicht mit Tidyverse arbeiten. Sie können das Ganze in Dataframe machen, wenn Sie das später, Sie können Ihre Aufgaben lösen, wie Sie wollen. Sie können das ganz basal machen. Sie können das auch meinetwegen mit irgendeiner anderen Variante machen. Nur ich finde das als angenehmsten und einfachsten. Sie können das alle Aufgaben lösen, wie Sie wollen. Wenn Sie jetzt Master Informatik sind oder meinetwegen jetzt hier als Gastzuhörer sind und der Meinung sind, das müssen Sie alles mit Vorschleifen machen und dann tun Sie das. Indizieren Sie sich zu Tode. Machen Sie das. Also dann brauchen Sie das nicht mit Listen machen. Sie ziehen das dann eiskalt durch. Können Sie machen? Ist mir egal. Am Ende reden wir über die Ergebnisse und diese R-Anwendung ist ja nur dahin zu kommen. Das ist mir, da bin ich schmerzbefreit. Also später in der Klausur zeigen Sie mir einfach, was Sie gemacht haben und ob Sie da jetzt mit Tidyverse hingekommen sind oder nicht. Ich sage Ihnen nur, es hat ja einen Grund, warum es das eben hier auch genutzt wird, ist das ganze R für Data Science auch von Wiley gibt
Und das sozusagen ein, also es ist ein kleines Universum, was die Welt ein wenig einfacher und meiner Meinung nach auch schöner macht. Wir wollen ja schöner programmieren. Ach ja, das ist ja auch ganz wichtig. Ach ja, genau. Dann wollte ich noch ein Buch zeigen, wenn wir schon in der Werbung sind. Es gibt natürlich noch ein Buch, was wir jetzt auch noch mal hier kurz in der Kamera zeigen, wenn ich auch nichts mit zu tun habe. Ne? Das ist natürlich weniger schlecht programmieren. Ist der Esel drauf. Also wenn wenn Sie da noch mal, also ein allgemeiner Text. Also da lernen Sie allgemein weniger schlecht zu programmieren. Also ist auch toll, weil passt auch im Thema. Wir ersetzen ja schlechte Modelle durch weniger schlechte Modelle und Sie werden einfach weniger schlecht. Ne? Wie ich auch, weil ich lerne manchmal täglich auch dazu, weniger schlecht zu programmieren. Denn perfekt programmieren geht ja nicht. So, das wär's. Recorder aus.